heute ein weiteres Tutorial aus unserer Baitcaster 1x1 Serie. Und zwar geht es heute darum, wie man mit einer feinen Baitcaster leichte Köder weit wirft. Das Ganze ist eine Materialsache vorab. Also ich muss jetzt alle enttäuschen, die denken, ohne Materialeinsatz wird es möglich sein, 2 bis 4 Gramm schwere Köder mit der Baitkasse zu werfen. Materialeinsatz heißt, in die Tasche greifen, Scheine auf den Tisch legen. Weil so eine feine Baitkaster wie die hier kostet einfach Geld. Und das nicht von ungefähr. Da werden die feinsten Teile verarbeitet. Das ist alles High-End, alles Präzisionstechnologie. Da kommt der Japaner nicht umhin, auch einen Rappen dafür zu verlangen. Aber deswegen ist es vielleicht erstmal das Beste für euch, wenn ihr euch jemand sucht, der so eine Finesse-Baitcast-Ausrüstung besitzt und mal ein paar Probewürfe macht. Allerdings muss ich warnen, wenn ihr es einmal versucht habt und den Spaß gefunden habt, wollt ihr so ein Ding auch unbedingt haben. Also wenn ihr kein Geld ausgeben wollt, abschalten, irgendeine andere Episode gucken, Kanal wechseln. Aber wenn ihr Spaß haben wollt am Baitcasten, am Feinen, dann passt mal schön auf. Ihr seht, ich muss jetzt unheimlich viel Schnur einspulen. Ich denke mal, dass ich mit diesem Ködergespann, das ist eine der Sachen, die ich im Übrigen sehr gern mache mit der Baitcaster, mit der Feinen. Mit diesem Ködergespann werfe ich vielleicht 35 Meter, schätze ich mal. 4,2 Gramm Jig, dazu ein Helgi. Ich denke mal, der Helgi wird vielleicht noch mal 1,5 Gramm wiegen. Also 5,5 Gramm und jetzt schaut mal. Das sind halt echt Wurfweiten. Die erreicht man mit diesen Ködergewichten nicht mit einer Billigrolle. Wir haben ja gelernt, dass die SLX in Verbindung mit der Bass One schon 10 Gramm sehr solide wirft, 8 Gramm auch gut wirft. Den Spinner hat sie ganz gut geworfen mit, ich weiß nicht, wie schwer war der, 6 Gramm oder sowas. Müsste mal in das andere Tutorial reingehen. Aber auf solche Weiten kommt ihr nicht, wenn ihr nicht das entsprechende Material an den Start bringt. Jetzt gehen wir mal rein in die Materie. Das entsprechende Material heißt BFS Aldebaran XG 2016er Modell. Im Vergleich zum Vorgängermodell, das mit einer Zentrifugalbremse ausgestattet war, featuret die Aldebaran BFS XG eine FTB-Bremse. Also Fine Tune Brake System nennt sich das Ganze. Das ist eine Magnetbremse. Das bedeutet, ich muss diese Rolle gar nicht mehr aufmachen, um irgendwie Einstellungen vorzunehmen, sondern steuere hier über das Rad die Bremskraft, über dieses außen befindende Rad. Da sind die Bremsstufen von 1 bis 5, glaube ich. Wobei 1 die geringste Bremsstufe ist, also die, die ich für die leichtesten Köder verwenden würde. Wenn ich mit einer 1, Stufe 1 werfen könnte, kann ich nicht, ehrlich gesagt. Und die 5 hat halt die stärkste Bremskraft. Wie funktioniert das System? An der Außenplatine sind Magnete angebracht. Diese Magnete wirken auf die Spule und vermindern die Rotation. Und im Lauf des Wurfes verringert sich auch noch die Bremskraft. Das heißt, wir haben maximale Bremskraft am Start des Wurfes, wo ich halt die krasseste Beschleunigung habe und auch die meiste Bremskraft braucht, haben wir die maximale Bremskraft. Und im Lauf des Wurfes verringert sich die Bremskraft immer weiter, sodass ich eben auf diese brutalen Wurfweiten komme mit den relativ leichten Ködern. Schauen wir uns noch einmal an. So, jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie ich die Bremse eingestellt habe. Kann ich euch genau sagen.
Zwar habe ich die auf eine 4 eingestellt und ich habe auch hier, wie bei anderen Rollen auch, habe ich eine Spulenbremse. Ne, die kann ich auf- und zudrehen und die habe ich so weit offen, dass der Köder halt schön runterfällt, aber jetzt nicht brutal runterplumpst. Und wenn er aufs Wasser geht, dann überschlägt sich die Spule ein bisschen, aber halt nicht doll. Naja, geht so, nicht doll. Also sie überschlägt sich. Ich habe es jetzt halt einfach frei fallen lassen und habe jetzt hier einen kleinen Tüttel. Das macht aber nichts, weil ich eine Power Pro benutze. Zu den Vorzügen der Schnur bzw. den Schnurtypen kommen wir gleich. Also das war die Bremseinstellung. 4. Die Spulenbremse relativ weit offen. Wenn ich jetzt keinen Wind habe, wie hier, also wir haben jetzt eher einen Rückenwind, dann kann ich beim Wurf einfach den Daumen weglassen und muss nur abbremsen zum Schluss. Und dadurch erziele ich halt diese Wurfweiten. Habe ich jetzt Gegenwind, muss ich natürlich die Spulenbremse ein bisschen zudrehen und kriege dann natürlich auch nicht mehr die maximale Wurfweite. Kann ich ja mal machen. So, jetzt klemmt es total, ne? Jetzt drehe ich hier auf. Jetzt überschlägt sich nichts mehr. Sind halt, weiß ich nicht, 4 Meter weniger. Aber immer noch eine brutale Wurfweite. Jetzt gehen wir mal in die Rolle rein, weil das auch sehr interessant ist. Jetzt zeige ich euch mal die Technik. Hier am hinteren Teil der Rolle befindet sich so ein Pinörkelchen. Den muss ich nach unten drücken. Und dann kann ich hier auch nach unten drücken, die Seitenplatine, und das Ding hier abnehmen. So, und jetzt sieht man hier die Technik. Hier könnten 4 Magnete sitzen. Shimano hat die in dieser Einstellung ausgeliefert, also hat 3 Magnete montiert. Ich könnte also noch mehr Bremskraft haben, wenn ich da das 4. also beziehungsweise das 8. Es sind halt 6 von 8 Magnete drin. Also ich habe es jetzt auf die maximale Bremskraft eingestellt, das heißt, der Magnet kommt raus und wirkt dann stärker, oder die Magnete, und wirken dann stärker auf die Spule. Und jetzt drehe ich das rein und dann seht ihr, wie die Magnete sich immer weiter zurückziehen. So, das ist jetzt die 1, die geringste Bremskraft. Wir gehen jetzt nochmal auf die 6, damit man sieht, was da passiert. So. Und ihr könnt da jetzt ganz fein justieren. Also es gibt jetzt nicht nur 1 bis 6, sondern könnt auch eine 4,5 einstellen. Ich hatte ja, wie gesagt, eine 4. Jetzt noch ein Blick auf die Spule. Ihr seht, dass die gelocht ist. Das ist die leichteste Spule, die Shimano jemals gebaut hat. Und genau das macht eben den Unterschied dann aus. Also nur wenn die Spule leicht ist, könnt ihr auch weit werfen. Je schwerer die Spule, umso träger läuft sie an. Je leichter die Spule, umso schneller läuft sie an und läuft auch weiter. Zack, jetzt ist wieder alles dicht. Noch kurz zur Spulengröße. Ihr kriegt da nicht wirklich viel Schnur drauf, ne? Also ich würde mal sagen 20er Mono, vielleicht, keine Ahnung, 35, 40 Meter. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich habe es jetzt nicht gezählt oder nicht ausgemessen. Von der Schnur hier, das ist eine 10er Power Pro, passen schon locker 60 Meter drauf, 70 Meter, aber eben auch nicht 130 Meter. Braucht man aber auch nicht, weil wir angeln mit leichten Ködern auf kleine Fische, die im Endeffekt auch nicht 40 Meter Schnur abziehen. Und selbst wenn da mal ein Hecht drauf geht, bis der mal 40 Meter Schnur abzieht, ja, muss einiges passieren. Es muss ein richtig dicker Hecht sein. Wo wir beim Thema Schnurwahl wären. Ich empfehle in jedem Baitcast-Video, empfehle ich dem Einsteiger die klassische Power Pro. Warum? Die Power Pro ist abriebfest, hat eine super Tragkraft und ist ein bisschen steifer als eine 8-fach geflochtene und auch nicht ganz rund. Und das wiederum hat folgende Vorteile.
erstens das nicht ganz runde ist gut, damit die Lagen schön nicht sich einschneiden. Die darf auch nicht zu dünn sein. Und das Steife ist eben gut zum Entfernen von Tüttel. Und die Abriebfestigkeit ist gut, weil beim Tüttel ausfädeln halt schon mal die Schnur ein bisschen beschädigt wird. Ich habe hier eine Achter, habe ich früher viel gefischt, hatte aber immer mal einen Schnurklemmer und bin jetzt selber auf eine Zehner hochgegangen. Die Achter hat, glaube ich, eine Tragkraft von, ist mit 4 Kilo angegeben. Ich glaube, die Zehner mit 5 Kilo ist natürlich viel zu viel eigentlich. Wir brauchen diese Stärke nicht für das feine Gerät. Wir brauchen die Stärke aber, damit sich die Schnur nicht, die Lagen nicht überlagern und es nicht beim Wurf zu Schnurklemmern kommt. Ganz einfach. Und wenn wir mal einen Tüttel haben im Wurf, bleibt eben der Köder da, weil die Schnur viel trägt. Sehr gut. Alternativ, das habt ihr auch oft gesehen, wenn ich twitche zum Beispiel oder auf kurze Distanz angel, nehme ich gern Mono oder eine Fluorcarbon-Schnur. In dem Fall diese Invisitec kann ich empfehlen. Eine sehr geile Monofile, die sich durch eine ganz, ganz geringe Dehnung auszeichnet. Und ihr damit, mit der habt ihr halt einfach noch ein sehr gutes Ködergefühl. Ganz wichtig auch noch ist, dass ihr den FG-Knoten beherrscht, denn wir fischen ja kein überlanges Pendel. Also wir schießen die Fluorcarbon, einen Teil der Fluorcarbon-Schnur auf jeden Fall durch die Ringe durch, weil wir beim Baitkasten halt ein kürzeres Pendel. Ich werfe nicht so hier mit so einem Pendel, sodass ich das komplette Fluorcarbon vor der Route habe. Ich kurbel es weiter auf und werfe mit einem Pendel von, sage ich mal, 30 bis 50 cm maximal. Andere kurbeln noch kürzer auf. Und deswegen braucht man eben einen Knoten, der sehr gut durch die doch recht kleine Beringung flutscht und maximale Tragkraft hält. Hier seht ihr die relativ kleinen Ringe und durch die muss eben der Knoten gut durch. Und da gibt es keinen besseren Knoten als den FG-Knoten. Könnt ihr euch am besten gleich mal noch das FG-Knoten-Tutorial anschauen, wenn ihr ihn noch nicht drauf habt. Den muss man als Angler einfach drauf haben. Die Rolle hat 3,5 Kilogramm Bremskraft. Das ist, wenn ihr sie ganz zudreht und ihr habt einen großen Hecht dran, müsst ihr mit dem Daumen noch ein bisschen Druck ausüben. Die zeichnet sich aus, dass sie eine Ratsche hat. Diese Ratsche vermissen viele Spinnangler oder Stationärrollen-User bei den Multis oder viele Multi-Menschen vermissen den auch. Bei Shimano nennen sie es Exciting Drag Sound. Wir haben auf jeden Fall das schönste Lied, das eine Rolle spielen kann, in diesem Ding mit drin, wenn er einen Fisch hat, einen entsprechenden. Ihr könnt mit dieser Rolle auch gut jiggen, weil die hat einen brutalen Schnureinzug. Ne? Die hat eine Übersetzung von 1 zu 8,0. Das heißt, dass die mit einer Kurbelumdrehung 80 cm wegballert. Heißt, ihr könnt eben sehr schnell Schnur aufnehmen. Hat den Vorteil beim Twitchen und Jiggen, dass ich eben beim Jiggen eben schnell Schnur auf die Rolle kriege und den Köder schnell abheben kann. Beim Twitchen kriege ich die schlaffe Schnur schön schnell weg. Und sie ist halt auch dazu gedacht, Bäume oder irgendwelche begrenzten Areale in einer gewissen Entfernung abzuangeln und dann kann man eben recht schnell den Köder wieder einholen und gleich den nächsten Wurf setzen und die Zielzone ausangeln und dann eben ganz schnell wieder Köder da haben, neuer Wurf, in die Zielzone rein, kurz anfischen, kein Fisch da. Einholen. Nächster Wurf. Die hohe Übersetzung. Wie immer bei Shimano gekennzeichnet durch die zwei Buchstaben XG. Ganz wichtig, wenn ihr mit feinem Zeug Baitcasten wollt, ist,
dass sich die Route auflädt. Ne? Diese Rolle hier an der falschen Route wäre Verschwendung. Ihr könnt wirklich eh nicht viel mehr als 10 Gramm, also für viel mehr als 10 Gramm ist sie nicht ausgelegt. Genau, das wollte ich auch noch sagen. Wurfgewicht, es geht wirklich mit 2 Gramm los. Wenn ihr die entsprechenden weichen Routen habt, könnt ihr mit der 2 Gramm locker werfen. Mache ich nicht. Ich werfe nie 2 Gramm, ich brauche keine 2 Gramm. Bei mir geht es meistens so mit 5 Gramm los. So wie gesagt, das hier werden 5,5 Gramm sein. Meine Twitch-Baits wiegen auch alle so um die 5 Gramm. Vielleicht auch mal 6. Und trotzdem könntet ihr es machen, wenn ihr eine entsprechende Route zur Hand nehmt. Nämlich eine Route, die sich auflädt mit kleinem Gewicht. Bei der Baitcaster ist es einfach so, dass ganz viel Wurfweite halt aus der Ladung der Route kommt. Könnt ihr jetzt mal kurz gucken. Man sieht einfach, wie sich die Route auflädt, wie wunderbar, die Kurve. Und dann knallt die den Köder raus. Mit einer 10 bis 28 Gramm Route und dieser Rolle und dem Köder passiert halt leider gar nichts, weil sich die Route nicht keine Schnellkraft entwickelt und den Köder dementsprechend nicht rausbefördern kann. Also die Rolle macht nur Sinn, wenn ihr auch eine entsprechende Route habt. In diesem Falle ist es die leichteste Baitcaster, die Shimano in Europa am Start hat. X-Sprite 164 LBFS. Also es ist nicht nur eine BFS, sondern eine LBFS, eine leichte Baitfinesse-Route mit einem Wurfgewicht von 3,5 bis 10 Gramm. Und wie ihr seht, kommt da schon Rückgrat. Vielleicht sieht man es so besser. Kommt Rückgrat, aber die Spitze geht halt super mit. Für viele Leute ist dieser Überkopfwurf relativ schwierig am Anfang. Vielleicht fangt ihr am Anfang mit dem seitlichen Wurf an. Also einfach Route zurückschwingen und nach vorne. Ein bisschen früher loslassen, als ihr es gewohnt seid. Besonders lässig ist halt auch so ein kleiner Rollcast. Heißt, habt ihr ja schon in dem anderen Video gesehen, einfach die Routenladung erzielen durch eine Kreiselbewegung des Köders. So. Und dann halt Route ein bisschen mit nach oben gehen, dann tüttelt überhaupt nichts. Dann fliegt der Köder schön flach über der Wasseroberfläche, gibt keinen so einen lauten Einklatscher. So könnt ihr halt im Nahbereich super lässig die Spots abangeln. Angenommen, da an der Treppe würde jetzt ein Bar stehen. Zack, wunderbar. Noch ganz kurz zu den Einsatzgebieten. Ihr seht mich hier mit dem Rubber-Chick rumrubbern, mit dem Skirter-Chick. Das mag ich wirklich sehr gern mit der Baitcaster. Eine ganz, ganz präzise Führung. Das liebe ich, das war eigentlich eine meiner liebsten Angeldisziplinen. Sehr gern angle ich auch mit dem Texas-Rig mit der Baitcaster. Twitchen tue ich sehr gern. Mit kleinen Chatterbaits angle ich sehr gern mit der Baitcaster. Mit kleinen Crankbaits. Kleine Swimbaits mag ich voll gern mit der werfen. Also ihr habt die schon in sehr, sehr vielen Videos im Einsatz gesehen. Ich glaube, wir schneiden euch da ein kleines Medley noch zusammen zum Schluss. Und ich verabschiede mich an der Stelle. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Erkenntnisse gewonnen. Wie gesagt, probiert's mal aus beim Kumpel, wenn er irgendwie einen habt, der so eine Baitfinesse-Ausrüstung hat. Wie gesagt, BFS, das sind die magischen drei Buchstaben, wenn ihr kleine Köder weit werfen wollt. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Gut.
Also wunderschöner Fisch, ne? Wunderschön.